Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Du- und Ich-Legung hier für dich. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal in eure Seelenpartnerschaft, rein auf die Seelenverbindungen, was eure Liebe beinhaltet und werde im Anschluss mit dir gemeinsam in die Deutung übergehen. Worum geht es hier in diese Verbindung? Was verbindet euch? Wie geht es weiter? Wo gibt es eventuell noch Gegebenheiten, wo man daran arbeiten darf? Ich starte jetzt. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Warte ich hier einmal zu der weiblichen Person noch, die dritte Karte. Werde diese so hinlegen, damit du das hier besser sehen kannst. Noch eine Karte. Die Verbindung zwischen euch. Hier wurden ebenfalls mehrere Karten einmal raus. Schauen, dass du das hier ganz gut sehen kannst. Ich werde das hier noch etwas umstellen.
ist so das Mittelthema, was ich hier auch stark bekomme. Diese Karte wollte ich hier auch in die Mitte. Jetzt schauen, dass du das alles ganz gut sehen kannst. Ich denke schon. Und ich starte hier einmal für dich in dieser Seelenverbindung, Dualseelen, Zwillingsseelenverbindung. Denn ihr spiegelt euch. Ihr spiegelt euch hier in jeglichen Gegebenheiten. Ich schaue zuerst einmal, was euch hier miteinander verbindet, bevor ich dann auf die jeweiligen Personen eingehe. Schau bitte für dich, wie du damit in Resonanz gehst. Hier befindet sich die weibliche Person, hier die männliche Person, wie du dann eben schaust, auch wenn du von Frau zu Frau oder Mann zu Mann eben schaust. Und ich werde die ganzen Gegebenheiten hier natürlich noch klären, in die Tiefe hineingehen, worum es hier im Eigentlichen geht, womit man derzeit auch beschäftigt ist. Ja? Wir haben hier für euch die Zwillingsseelenverbindung. Eure Leidenschaft ist entflammt. Seid ihr hier beide in einer Trauersituation? Ja? Also ihr seid beide traurig. Auch, dass man sich gestritten hat. Ihr seid beide in einer Gegebenheit, dass es euch schwerfällt. Das bekomme ich hier ganz stark rein. Ja? Es muss hier nicht einen Streit gegeben haben. Das kläre ich einmal gleich. Aber ich sehe, dass ihr beide traurig seid. Ja? Dann haben wir hier das Thema Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Das heißt, dass ihr beide jetzt bereit sein dürft, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzuholen. Deswegen seid ihr euch begegnet. Ja, das verbindet euch beide miteinander. Und vor allem, weil ihr euch ja spiegelt. Ganz, ganz wichtig da, diesbezüglich in diese Lernaufgabe zu schauen. Und vor allem dürft ihr beide Gegebenheiten aus der Vergangenheit heilen. Das Herz beginnt im Jetzt zu heilen. Es verbindet euch. Und dann haben wir hier das Geheimnis. Also es kann sich bei euch um eine heimliche Verbindung handeln. Es kann sich bei euch um noch eine Person handeln, dass es hier im Geheimen geführt wird, dass man geheim schaut, dass es eine heimliche Liebe ist, eine Affäre ist, dass es noch Drittpersonen gibt. Ob es im Familiären ist oder Partnerschaft, das kläre ich gleich noch. Wir haben ja auch die 33. Zu der Karte komme ich gleich. Hier ist ganz viel Begierde, hier ist Leidenschaft, hier ist Anziehungskraft, hier ist Feuer, hier ist Temperament, Romantik, ja. Und hier haben wir die Karte einmal, bitte um Hilfe. Ja, hier ist es wichtig, Hilfe auch anzunehmen. Also, dass ihr euch beide kraftvoll haltet und keiner möchte dem anderen zugestehen, dass es so eine starke Verbindung ist, so eine starke Leidenschaft ist, so eine gefühlvolle Verbindung. Ja, denn eure Leidenschaft ist ja entflammt. Jeder wartet für sich so ab und keiner trifft letztendlich eine Entscheidung. Ja. Und das habt ihr beide. Das heißt nicht nur du oder er oder sie, das verbindet euch beide. Dass ihr beide irgendwo nicht bereit seid, eine Entscheidung zu treffen. Weil man hält es ja im Verborgenen. Ja? Ich bekomme hier auch sehr viel Mystik, sehr viel Geheimnisvolles. Ja? Dass du dich hier geheimnisvoll hältst, er oder sie sich geheimnisvoll verhält. Also alles so versteckt. Ja, geheim. Man spricht nicht. Man möchte unbedingt, ja, aber man sagt nichts. Man geht nicht in die Kommunikation. Und hier ist ganz klar eine Gegebenheit zwischen euch, ein Kommunikationsbedürfnis. Gleichzeitig hier befindet keine Kommunikation statt. Ja, weil ihr euch beide nicht outet diesbezüglich, weil ihr beide nicht über die Gefühle sprecht, weil ihr beide nicht bereit seid, weil ihr beide noch nicht frei seid im Hinblick. Ihr könnt hier beide Single sein, ja, für alle, die hier eben auch schauen und länger Single sind in der Zwillingsseelenverbindung. Aber man übernimmt jetzt nicht die eigene Verantwortung, ja, um sich die Gefühle einzugestehen. Das bekomme ich hier sehr stark. Also man wartet hier immer mehr oder weniger auch ab und in der Gegebenheit, was eine Dreieckskonstellation beinhaltet, was ich gleich kläre, ist hier die Geduld. Ja, die Geduld im Hinblick, überstürze nichts, lass den Dingen ihren Lauf nehmen. Aber hier bekomme ich ganz, ganz stark, denn hier geht es ja um Unabhängigkeit. Hier haben wir dann die Gegebenheit der Kommunikation. Es möchte eine Kommunikation stattfinden, aber man wird immer und immer wieder daran gehindert. Ja, mit der Karte abwarten.
Und dann haben wir hier die starke sexuelle Leidenschaft, die Begierde, alles das, was ich vorhin schon sagte. Man brennt füreinander, aber man gesteht sich diese Gefühle nicht ein. Ja? Und hier ist die weibliche Person so dieses Undurchschaubare, dieses Unnahbare auch. Das bekomme ich hier ganz stark. Und wenn du dich diesbezüglich angesprochen fühlst, darfst du mehr in diese Öffnung gehen, dass du dich öffnest, diese Liebe, dass du hier nicht aus der Unnahbarkeit agierend bist. Gleichzeitig aber auch für die männliche Person. Ja? Denn hier haben wir ja klar die Verbindung, dass ein Gleiches sich bildet mit euch, was es ja auch tut, wenn eine Seelenpartnerschaft zueinander findet. Aber hier haben wir so die Gegebenheit, dass man sich stark angezogen fühlt, aber der eine oder andere nicht erreichbar ist. Ja? Aus Gründen, die ich dann eben jetzt für dich klären möchte. Dann haben wir hier, dass es wie ein fehlendes Puzzleteil ist zwischen euch, dass hier etwas fertiggestellt werden darf, dass euch beide das gemeinsam verbindet, miteinander in diese Partnerschaft zu gehen, in diese Zusammenführung dessen. Aber man ist hier nicht bewusst bereit. Also hier möchte jemand, man plant auch, man ist hier derzeit auch in sich gekehrt. Wir haben hier, ich bekomme auch die innere Einkehr. Man hat hier auch schon sehr, sehr lange gewartet mit den Planen, mit dem Ganzen hier etwas mit euch zu vollenden. Denn es darf hier vollendet werden. Das ist eure Aufgabe in diesem Leben. Aber hier ist so diese Sturheit, das bekomme ich von beiden Seiten. Erst bekomme ich hier ganz klar mit diesem Geweih und das Geweih, das ist ja schon ganz verwachsen. Ja, also es hat hier schon hier Blüten bekommen und also hier wartet man darauf, bis es fertiggestellt wird. Obwohl hier beide in der Traurigkeit sind und das ist hier das Kuriose, ja, zwischen euch. Also ihr beide wartet hier und der eine weiß vom anderen nichts, ja. Die innere Einkehr. Man bekommt jetzt hier einen anderen Gedankenwechsel. Man hat sich verloren in anderen Gegebenheiten, dass man sich vielleicht auch mit anderen Dingen beschäftigt, als mit dieser Verbindung zwischen euch, dass jeder so für seine Themen schaut, aber bewusst nicht auf das schaut, was hier eigentlich wichtig ist. Ja, also hier ist so wirklich jeder für sich. Das geht so Rücken an Rücken. Und keiner möchte hier mehr oder weniger den ersten Schritt tun. Und hier ist wirklich die totale Sturheit, bekomme ich hier. Ja, also stark so aus dem Ego. Ja, dass der eine vom anderen sagt, wenn, dann sollte er oder sie kommen. Ja, und der andere sagt genau dasselbe. So bekomme ich das hier. Und jetzt darf man diesbezüglich einen Kompromiss finden. Ich beginne hier bei der weiblichen Person, gehe dann über zur männlichen Person, was sich dann individuell bei dir zeigen möchte, warum das Ganze hier so zwischen euch gerade ist. Wir haben in Bälde, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Also hier haben wir schon mal die Gegebenheit, dass man hier nicht bewusst entscheiden kann, weil eventuell noch eine dritte Person da ist, ja. Konkurrenzsituation, die sehe ich hier auch ganz klar, denn hier haben wir die Gegebenheit, dass es hier auch um Eifersuchtsthemen geht. Ja, also hier darfst du bewusst entscheiden, wo du hin möchtest, mit wem du vor allem gehen möchtest. Ja, ganz, ganz wichtig, denn hier sind Belastungen, wir haben ja auch hier in der Hauptenergie Unabhängigkeit, wo du jetzt diesbezüglich dich befreien darfst. Ja, also hier steht auch eine Veränderung demnächst an. Wir haben danach auch den Umzug gehabt, dass du dich bewusst von Dingen, Themen auch lösen darfst. Bei dem einen oder anderen ist hier auch ganz klar ein Vaterthema, was jetzt angeschaut werden darf, um hier in die Entscheidung zu gehen. Denn ihr beide trefft keine Entscheidung. Ja? Dann haben wir hier einmal... Das sind die zwei der Schwerter in Kombination, die Königin und wir haben hier das Verborgene, das Geheimnis. Ja? Und ich bekomme hier bewusst, dass du hier komplett zugemacht hast. Ja? Das bekomme ich hier mit den zwei der Schwertern, weil du dich von deinem Gegenüber hier betrogen fühlst, belogen fühlst, hintergangen fühlst,
dass dich jemand immer warten lassen hat. Aber diese Person sieht es mittlerweile anders, wenn man den Schlüssel verkehrt rum. Also hier trifft schon jemand schnell eine Entscheidung. Ja? Also die Kommunikation steht hier an. Das liegt hier so. Und dass du aufgrund dessen hier dieses Spielchen nicht mehr mitmachen möchtest. Denn jemand hat mit dir gespielt. Definitiv. Das ist irrelevant, wie du hier schaust. Ja? Du möchtest raus und du hast dich hier wahrscheinlich auch befreit. Du möchtest das Ganze nicht mehr. Ja? Ich bekomme hier sogar, dass du jetzt in diesem Moment sagst, warum schaue ich mir das eigentlich an? Ja? Aber hier ist eine ganz, ganz starke Verbindung. Das bekomme ich hier gerade rein. Und dass du diese Spiele einfach leid bist, weil du bist hier herangewachsen zu Königin. Und diesbezüglich agierst du wahrscheinlich hier ganz stark aus der Unnahbarkeit heraus. Ja, dass du zugemacht hast. Du möchtest nicht mehr. Du hast jetzt für die Möglichkeiten einer neuen Zwillingsseele oder überhaupt allgemein hier jemandem zu begegnen, weil ich bekomme ich ganz, ganz stark, dass du zugemacht hast. Du möchtest nicht mehr. Du lehnst vehement ab. Und hier ist es wichtig, denn das haben wir für euch beide. Hier ist die Herzheilung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich öffnest. Ja, du musst dich nicht für ihn öffnen, ja, aber du darfst dich für dich öffnen. Denn das ist wichtig, wenn ein neuer Mensch in dein Leben kommen möchte. Denn hier ist es nicht geschrieben, dass du mit dieser Person zusammen leben sollst. Ja, denn ich sehe hier ganz klar, dass man hier wirklich gesagt hat, halt, stopp, bis hier nicht mehr weiter, was auch gut so ist, sonst würde er nicht erkennen. Denn er erkennt gerade, ja. Du bist ebenfalls in diese Traurigkeit, obwohl du dich befreit hast, obwohl du gesagt hast, ich möchte das Ganze nicht mehr. Das heißt, meine Tür ist zu und diesbezüglich brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Ja, aber öffne dich bitte für eine neue Möglichkeit. Also hier ist es wichtig, dass du nicht komplett zumachst. Ja, denn das ist eine Lernaufgabe. Das bekomme ich hier ganz stark. Ja. Und dass du dich immer wieder diesbezüglich fragst und man möchte hier nicht mehr leiden. Man ist hier gerade in seiner Blüte. Das bekomme ich hier ganz, ganz stark. Ja, dass du viel dich von schmerzhaften Gegebenheiten befreit hast. Von Lügen, Verrat, Betrug, Ohnmacht. Ja, ich bekomme das hier bis zur Ohnmacht, dass du hier dir etwas hast verbieten lassen. Und du möchtest einfach nicht mehr. Also hier ist komplett zu. Ja, wenn du jetzt für dich fühlst, dass du hier zugemacht hast, ist das hier wahrscheinlich dein Reading. Und des Weiteren zeigt sich hier eine Gruppe, dass du hier immer mit Personen zusammen warst oder aber auch bist. Es kann sein, dass du immer noch in einer Partnerschaft bist, weil ich sagte ja, es gibt hier auch eine Dreieckskonstellation oder Vierieckskonstellation, je nachdem, wie du hier schaust. Und dass du auf eine Person schaust und diese Person sieht dich aber von oben herab an. Ja? Weil hier die Karte besagt, dass man diesbezüglich, dass die männliche Person oder allgemein Vater, ja, Eltern, hier ist ja ganz klar das Vaterthema, also die Machtposition, ja, dass du diesbezüglich hier immer um dein Recht kämpfen musstest, ja, in der Verbindung, Frauen haben keine Rechte, das bekomme ich hier ganz stark, das sagt auch die Karte hier aus, ja, und dass du diesbezüglich hier dich nicht mehr einsperren lassen möchtest, dass du wirklich jetzt hier schaust, dass du rauskommst. Denn hier ist die Gegebenheit, man entfernt sich, man zieht aus, man lässt sich jetzt nicht mehr gefangen. Ja, man sucht jetzt hier nach einer Möglichkeit, um hier überhaupt zu entfliehen. Dieses Szenario bekomme ich auch und du schaust dir für eine andere Person und bist hier normalerweise mit jemandem in Verbindung, sprich verheiratet und diese Person agiert aus der Herrscherposition, sprich zeigt sich hier wie ein Pascha. Das bekomme ich auch ganz stark, ja, dass du hier diesbezüglich in dieser Partnerschaft raus möchtest und du fragst dich die ganze Zeit nach diesen Möglichkeiten. Du möchtest glücklich sein, du möchtest mit dieser anderen Person glücklich sein, ja, weil du gerade in dieser 3x-4x-Konstellation bist. Das Szenario bekomme ich hier auch, ja, und du suchst nach einem Ausweg, du versuchst dich hier zu befreien. Und du suchst gerade nach Möglichkeiten, weil hier sehe ich auch, dass der eine oder andere hier wirklich eingesperrt wird. Ja, das sehe ich hier leider so. Und dass es jetzt für dich an der Zeit auch gekommen ist, dass du diese Entscheidung triffst. Die Entscheidung hast du im Unterbewusstsein schon längst getroffen. Ja, diese Entscheidung hast du getroffen. Du bist geführt, Erzengel, Raziel. Hier ist die göttliche Fügung.
hier ist der Weg dir geebnet. Ja, hier durfte es ebenfalls so sein. Warum? Hier ist dir jemand begegnet, weil du dich hier gefangen fühlst, weil du letztendlich hier zu Hause gar keine Rechte hast, weil die Familie, das kann hier auch ein älterer Bruder sein, weil der Ehemann oder ähnliches es immer und immer wieder untersagt, dass du hier eigentlich frei sein, lebendig sein möchtest und leben möchtest. Und da wurde dir bewusst ein Mensch in dein Leben geschickt, damit du hier in deine Freiheit gehst, damit du die Tür öffnest und dich befreist. Weil hier, was ich schon eben sagte, hier ist jemand, der wirklich wie eingesperrt ist. Ja. Und das kann hier auch im wahrsten Sinne des Wortes so sein, dass du hier nur zu Hause bist und diesbezüglich nur das tun darfst, was er letztendlich diese Person von dir verlangt. Ja? Und das ist alles andere, was die Liebe aussagt. Ja? Also so oder so geht es hier um Befreiung, um letztendlich hier frei zu sein. Und du schweigst vor allem hier auch immer, ja? Weil du weißt, dass du so oder so schon für dich geplant hast. Du bist hier auch stillschweigend. Man hat hier auch nichts zu sagen zu Hause. Man darf hier auch nicht reden. Ja, also hier bekomme ich bewusst auch Personen, die gar nicht reden dürfen. Ja, hier unter diesen starken Machteinflüssen auch stehen. Ja, sehr, sehr traurig. Und da befreist du dich jetzt eben von. Des Weiteren haben wir hier die große Traurigkeit. Also hier haben wir ja auch schon die Traurigkeit gehabt. Dich macht das Ganze sehr, sehr traurig. Auch nochmal die 23 für die Personen, die hier in einer Partnerschaft sind, wo man eigentlich Zweisamkeit leben möchte, hier aber einfach nicht aus seiner Haut kann, wo man hier eine gezwungene Liebe auch lebt, ja, was noch nicht einmal eine Liebe ist, sondern es ist hier einfach alles unter Zwang. Ja, des Weiteren kann es auch das Vaterthema sein, dass du hier starke Traurigkeit hast, vielleicht auch nie von deinem Vater diese Liebe bekommen hast, was du eben dir erhofft hast. Ja? Und die ganze Situation macht dich traurig. Auch, dass du hier geduldig sein musst. Also irgendetwas ist hier auch in Planung. Du wartest auf etwas, bekomme ich hier sehr stark, damit du hier endlich rauskommst. Ja, ich bekomme bewusst auch das endlich, weil hier ist kein Aufatmen. Hier ist eine Gegebenheit, wo man ganz, ganz stark leidet unter einer Situation, ja. Und das zeigt sich eben auch ganz gleich hier nochmal mit der Traurigkeit. Man trauert hier, man fühlt sich absolut nicht wohl. Man tut hier im Grunde genommen, als ob man glücklich ist. Man spielt hier die glückliche Ehefrau oder mehr oder weniger. Man gibt hier etwas vor, was man gar nicht ist, ja, weil hier ist der eine oder andere in einer Partnerschaft und diese ist toxisch. Und das, was ich schon sagte, dass die Begegnung hier bewusst stattgefunden hat, damit man sich löst, damit man sich trennt. Des Weiteren, wenn du hier nicht in dieser Gegebenheit bist, dann ist es hier definitiv ein Vaterthema. Oder aber auch, dass diese Person dich hier, was ich zu Anbeginn sagte, mit den zwei der Schwertern, ja, dass man hier eben bewusst auch zugemacht hat, dass man gesagt hat, halt bis hier nicht mehr weiter, ich möchte das alles nicht mehr. Ja, weil er hier ganz laut aus dem Pascha-Verhalten agierend ist, ja, dass er der Meinung war, dich eben mehr oder weniger auch zu benutzen. Und da hast du dann eben komplett zugemacht. Aber hier ist es wichtig, öffne dich für dich. Ja, du musst dich nicht für ihn öffnen, aber öffne dich für dich, damit du für dich wieder unabhängig sein kannst, ja, oder hast dich gerade unabhängig gemacht, aber ich sehe hier noch ganz, ganz viel Traurigkeit, du bist vielleicht gerade raus aus einer Situation und ich sehe ganz, ganz viel Traurigkeit, wo du aber vertrauen darfst, ja, dass das Ganze hier geführt ist zwischen euch, dass das Ganze geliebt werden möchte, denn es geht hier nur noch um eine Kleinigkeit, dass ihr beide versteht, ja, warum das Ganze so sein durfte, damit ihr euch beide befreit, aus Themen, die hier geheilt werden dürfen. Also ihr habt hier beide Themen. Du bist in der toxischen Situation und er ist hier in der Gegebenheit. Wir haben die Rache, was ich klar für die Eifersucht bekomme. Es kann sein, dass hier noch jemand ist, wo man dann eben auch Rache ausüben möchte, dass man eben nicht so kann, wie man gerne möchte. Ich bekomme aber sehr stark, dass diese Person hier
was wir hier haben mit der Traurigkeit, ebenfalls hier sich nicht traut und nicht in die Möglichkeiten geht, ja, wobei diese Person plant, ja, hier plant man mit dir in den Kontakt zu gehen, hier sucht man nach einer Möglichkeit, dich wieder zu kontaktieren, ja, vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen gar keine Telefonnummer mehr oder man weiß gar nicht mehr, wo du lebst, wo du wohnst, ja, denn hier bekomme ich ganz, ganz stark, dass er dieses Gefühl hat, wenn er auf dich zukommt, das Ganze mit dir plant, dass du dich dann mehr oder weniger aufgrund der vergangenen Erfahrungen, ja, was du mit ihm gemacht hast, dich dann mehr oder weniger an ihm rächen möchtest, weil du liegst ja hier. Er ist in Gedanken die ganze Zeit bei dir, ja, die männliche Person. Und dass man dich sieht, dass du gar nichts mehr von ihm wissen möchtest, weil du hast hier zugemacht, ja, er hat hier nicht zugemacht. Definitiv nicht. Weil in seinen Gedanken ist die Kommunikation und die Kommunikation wird kommen. Man sucht hier aber. Es kann sein, dass diese Person wirklich nach dir sucht, weil du ihn blockiert hast, weil du seine Nummer gelöscht hast, weil du umgezogen bist, weil er gar nicht mehr deine Adresse hat oder ähnliches. Hier sucht jemand nach dir. Das bekomme ich sehr, sehr stark. Weil wir haben, was ich eben sagte, die erfreuliche Nachricht. Und hier haben wir auch die Unabhängigkeit. Ja, ist die Kopflage, was ich gleich noch kläre. Und mit dem Schlüssel und das Zeitmanagement in Kombination mit der Karte ein Ereignis findet statt, dass man sich einmal gar nicht traut und hier gerade genauestens plant, wie man auf dich zugeht. Und irrelevant in welcher Form, auch wenn er noch deine Telefonnummer hat oder aber auch die Adresse. Ja? Dann haben wir hier sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Also ihr kennt euch hier noch gar nicht richtig, ja, das bekomme ich hier sehr stark, weil hier konnte es noch nicht sich zwischen euch intensivieren. Also man kennt sich hier, aber nicht alle Facetten voneinander, ja? Was ja sowieso eigentlich erst nach ein paar Jahren geschieht und meistens kennst du ja die Person noch nicht einmal nach 5, 6 Jahren, ja, weil ja jeder so seine tiefsten inneren Geheimnisse hat. Ja, das bekomme ich hier auch ganz stark, aber diese Person, hier möchte sie sich etwas intensivieren. Und hier hat jemand Angst, definitiv. Hier hast du es mit jemandem zu tun, er würde dir das nie sagen, ja. Das kann ich dir mit absoluter Sicherheit sagen, aber du bist hier gewachsen. Auch wenn du hier in der Traurigkeit liegst, aber du bist hier gewachsen, ja? Weil ich sehe schon, dass du komplett zugemacht hast. Und hier agiert jemand wie ein Soldat, ja? Siehst du hier einmal, wie diese Person sitzt. Und hier kann es sein, dass man durch die vergangenen Themen, Ängste, Verlustsituationen, denn ihr habt hier beide ein gemeinsames Thema. Und genau das, was du hier gerade durchlebst, hat er irgendwann auch durchlebt. In anderen Formen, ja, ihr habt beide eure Lernaufgabe und das ist hier, wie gesagt, das Herz zu öffnen. Wenn er hier klar aus dem Ego agierend ist und dir das nicht näher bringt, hat es genauso eine Ursache, wie es bei dir die Gegebenheiten sind, ja. Und hier hat man diesbezüglich auch, was die Familie, Mutter, Vater etc. auch immer agiert, Befehle befolgt und letztendlich im weiteren Verlauf, im späteren Leben, ist man hier zu einer Person herangewachsen, die eben stark auch aus dem Ego agierend ist. Oder du hast es hier mit jemandem zu tun, der absolut gar kein Selbstbewusstsein hat. Also ich bekomme das in zweifacher Ausführung hier. Ja? Also einmal jemand, der sehr, sehr kraftvoll ist und einmal jemand, also aus dem Ego agierend oder aber jemanden, eine Person, die sich nie widersetzt hat. Ja? Also genau das Gegenteil. Dann haben wir hier das Ritual, wir haben die Resistenz und wir haben den Wohlstand. Also einmal hast du es hier mit jemandem zu tun, der stark im Wohlstand ist. Ja, also eine Person, die hier sehr, sehr viel zu tun hat, also fast gar keine Zeit hat. Terminkalender ist hier absolut voll, dass du dich dann eben, wie gesagt, getrennt hast, weil man keine Zeit für dich hatte. Hier zeigt sich der starke Reichtum. Man hat sich irgendwann dazu entschlossen, sich rein auf die Finanzen zu fokussieren. Achtet nur noch auf den Wohlstand, achtet nur noch auf das Finanzielle.
Ja, möchte hier gar nicht weitgehend irgendwo planen, aber dennoch bist du in seinem Kopf. Ja, diese Person denkt an dich. Das ist irrelevant, wie du hier schaust. Und hat sich diesbezüglich Resistenz gemacht. Ja, Resistenz gemacht, sein Herz zu öffnen, wieder Liebe zu empfinden, wieder Liebe zu geben, Liebe anzunehmen. Ja, also mit zweierlei Gruppen, diese, was ich dann hier eben auch bekomme. Und man ist hier, was ich hier schon sagte, das seid ihr beide, ja, irgendwo in einem starren, sturen Verhalten. Ja, jeder besteht so mehr oder weniger auf sein Recht. Und ihr seid hier Rücken an Rücken und keiner gesteht sich irgendwo diese Liebe ein, diese starke Anziehungskraft. Ja, also hier hat jemand ein ganz, ganz starres Verhalten. Sehr stark aus dem Ego agierend. Und hier wird diese Person bewusst jetzt in eine Gegebenheit kommen, dass man sich diesbezüglich jetzt befreit. Denn hier entzieht sich jemand immer und immer wieder. Diese Person, mit der du es hier zu tun hast, das ist irrelevant, ob man hier stark im Reichtum ist, in der Machtposition ist, ja, dass man hier nur auf die Finanzen schaut. Diese Person wird sich letztendlich gegen diese Gefühle nicht wehren können. Diese Person ist ja schon in der Traurigkeit. Diese Person ist schon traurig. Diese Person kann alles haben, aber diese Person ist traurig. Wir haben bei euch beiden die Traurigkeit im Kopf und im Herzen. Das bekomme ich hier ganz, ganz stark. Ja? Und die Karte besagt auch, jeglicher Widerstand ist zwecklos. Dann haben wir hier das Ritual. Das Ritual besagt hier auch, dass man hier gerade in gewissen Phasen seines Lebens Prüfungen erlebt im Hinblick des spirituellen Wachstums. Dass hier gerade jemand stark spirituell wächst, dass jemand erkennt. Sonst wäre man hier nicht in der Traurigkeit. Auch wenn diese Person ganz, ganz viel zu tun hat, in seine Arbeit stürzt, man erkennt jetzt hier gerade, man beschäftigt sich gerade mit Dingen, weil es einfach geschieht, es kommt einfach. Denn man kann sich mehr und mehr dagegen resistent machen, aber nicht gegen das Wahre. Das funktioniert nicht. Ja, das ist irrelevant, was hier dann eben auch getan wird. Er hat hier diesbezüglich keine Chance, weil die Gedanken siehst du ja hier. Ja. Und wir haben hier die Selbstliebe. Hier darf jemand erkennen, dass man sich selber wieder lieben darf. Du hast dieser Person Liebe vermittelt, in dem, wo ihr euch begegnet seid. Diese Person hat in der Vergangenheit ganz, ganz viele düstere, dunkle Erfahrungen gemacht und hat sich deswegen dann resistent gemacht gegen diese Verbindung, gegen die Liebe allgemein. Ja, nicht nur gegen dich, sondern allgemein hat man hier zugemacht, genauso wie du im Grunde genommen, ja, als weibliche Person. Und im Grunde genommen ist diese Person ein Opfer. Ja, die Karte besagt Gewissenhaftigkeit des Opfers. Und hier lebt jemand sein Leben, ist mit Fülle, Reichtum umgeben, finanzieller Fluss, Wohlstand, aufgrund, weil man hier in der Vergangenheit immer ein Opfer war. Ja? Und wenn du es hier mit jemandem zu tun hast, der nicht in dieser Fülle und Reichtum ist, was ich hier ganz, ganz stark bekomme, hat sich diese Person jetzt darauf fokussiert, weil man hier das Gefühl hat, in jeglicher Form, man ist letztendlich sowieso immer ein Opfer. Also hier hat jemand komplett seine Perspektive geändert. Komplett. Ja? Jemand hat hier auch ganz, ganz dunkle Gedanken. Ist absolut nicht in der Selbstliebe. Schau dir bitte mal diese unterschiedlichen Farben an. Dass einfach nur diese Dunkelheit ihn mehr oder weniger zufriedenstellt. Also man schaut sich das gar nicht an. Ja? Man ist traurig und ist irgendwo in diesen dunklen Erfahrungen gefangen. Weil wir haben ja für euch beide Befreiung. Es ist Zeit, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzuholen. Das haben wir ja für euch beide. Um wieder zu erkennen, ja? Um sich selber wieder anzunehmen, um Liebe wieder zuzulassen. Diese Person kann keine Liebe zulassen. Ja? Also, das ist ja noch besser hier als bei dir. Ja?
Trotz alledem haben wir hier die Planung. Jemand plant, ist selber immer ganz, ganz viel verplant, ja. Sucht nach Möglichkeiten, ist hier tief in der Traurigkeit. Man ist befangen in einer Gegebenheit, das kann hier auch in einer Partnerschaft sein. Versucht dagegen anzukämpfen und weiß letztendlich gar nicht, wie man den Kontakt zu dir aufnehmen soll. Und was bei euch beiden natürlich auch sehr interessant ist, wir haben hier den Umzug, das heißt, dass es hier definitiv auch geplant ist, rauszugehen aus einer ungesunden Situation, sich hier zu befreien, all das, was ich hier schon sagte. Und hier bei der männlichen Person haben wir ebenfalls die Gegebenheit der Unabhängigkeit. Schau mal bitte. Ja, also hier ist es ebenfalls so, dass man sich hier geradewegs auch aus einer Situation befreien möchte, wo es hier immer und immer wieder eben Streitigkeiten gab. Ja, das kann hier zwischen euch sein, das kann aber auch in einer Partnerschaft sein, was ich eben jetzt eben auch kläre. Ich schaue jetzt einmal auf euch beide. Was sind die Gegebenheiten zwischen euch? Ein Stab. Und hier haben wir in der Hauptenergie die Heilung. Ihr habt hier beide das gebrochene Herz. Und hier ist es wichtig, dass man diesbezüglich jeder für sich und letztendlich gemeinsam diesen Weg der Heilung geht. Ja, das ist die Hauptenergie, was hier diesbezüglich zwischen euch auch vorgesehen ist. Ich lasse es einmal hier liegen. Und was zeigt sich hier? Wir haben hier im Grunde genommen den richtigen Zeitpunkt, was euch beinhaltet. Aber aufgrund, dass du hier in der Gegebenheit bist und aber auch die männliche Person in der Gegebenheit ist, immer und immer wieder getäuscht worden zu sein, was auch stark in der Vergangenheit hier einhergegangen ist, so oder so, bei euch beiden. Ja, hier haben wir ja die Opfersituation, dass man sich diesbezüglich Resistenz macht. Und hier bei dir haben wir die Gegebenheit, du hast komplett zugemacht. Ja, also ihr beide habt im Grunde genommen komplett zugemacht, weil man immer und immer wieder getäuscht wurde von anderen Personen oder aber auch hier gegenseitig. Ja, dass man das Gefühl hat, man wird wieder getäuscht oder enttäuscht. Ja, und dann haben wir hier die Fantasievorstellungen. Man träumt. Man träumt hier voneinander. Also du kannst hier mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dein Gegenüber träumt von dir. Ja, die männliche Person. Denn du bist ja hier ganz klar in den Gedanken seiner. Und hier liegt auch die männliche Person, hat diesbezüglich Fantasievorstellungen. Ja? Aber trotz alledem ist man hier in der Gegebenheit, dass man nicht kann. Und es ist ja auch der richtige Zeitpunkt zwischen euch. Ja? Aber man ist nicht gewählt, eine Entscheidung zu treffen. Warum? Hier haben wir auch wieder den Verrat. Ja, man darf erst wieder in die Leichtigkeit kommen. Wir haben hier das Lachen. Man wurde immer und immer wieder belogen, betrogen und verraten. Ja, von der Partnerin oder vielleicht auch ihr gegenseitig, ja, dass hier etwas stattgefunden hat, wo man hier diesbezüglich sich selber täuscht, ja. Und dann hat man hier gewisse Mauern hochgezogen und ist mehr oder weniger auf die Abstinenz gegangen, ja. Hat sich resistent gemacht. Wir haben das Lachen. Hier darf wieder Leichtigkeit stattfinden. Man darf wieder in die Verspieltheit kommen. Wir haben hier die Karte, komm doch her. Wir haben die Selbstliebe und wir haben das Abenteuer, ja. Hier fühlt sich jemand bewusst, dass man mit dem anderen spielt. Ja, jemand hat hier Angst, dass wieder Spiele gespielt werden, weil man ja es in der Vergangenheit durchgemacht hat. Hier ist man der Gegebenheit, dass diese Person sich gar nicht traut, weil man etwas durch dich erfahren hat, du durch ihn erfahren hast. Ja, ihr spiegelt euch. Das ist hier ganz klar eine Spiegelsituation, ja, wo man letztendlich kein Vertrauen mehr hat. Ja, wo man letztendlich auch in der Gegebenheit ist. Es ist ja so oder so nur ein Abenteuer. Ja, das ist es hier aber in dieser Legung nicht, definitiv nicht. Ja, hier darf man erkennen, hier darf man sich vor allem selber wieder lieben. Ihr habt hier beide dasselbe Thema. Ihr liebt euch nicht aufgrund in der Vergangenheit, weil hier Machtpositionen waren, sprich, dass man hier eingesperrt wurde, dass hier Eifersuchtsthemen waren, dass man vielleicht auch nicht raus durfte, dass man so bezüglich seiner Person unterdrückt wurde, dass man letztendlich hier das auch geglaubt hatte. Ja, man darf hier gar nicht raus oder man darf sich hier gar nicht befreien. Ja, oder er hat dir dieses Gefühl vermittelt. Also hier sind ganz, ganz tief
liegende Themen, die jetzt eben in die Heilung gehen. Beginne dich hier selber wieder zu lieben. Ihr habt hier beide dasselbe Thema. Ja, auch wenn du jetzt sagst, du liebst dich hier absolut selbst, ja, aber hier ist ja noch etwas im Unterbewusstsein, wo etwas geheilt werden darf. Hier darf das Herz heilen, damit man sich wieder öffnet, weil ihr habt ja beide zugemacht, ja. Die Selbstliebe. Also man macht sich hier selber etwas vor, ja. Und wir haben, komm doch her. Und diesbezüglich wirst du hier in die Entscheidung gehen. Also diese Person kommt auf dich zu. Oder so kommt der Kontakt. Der Kontakt liegt hier und du wirst letztendlich diesbezüglich entscheiden. Weil du entscheidest ja, welchen Weg du letztendlich auch gehst. Ja? Ob ihr eben gemeinsam diesen Weg der Heilung geht. Schau hier noch mit einer Karte. Und wir haben das Entzücken und wir haben die vollkommene Hingabe. Man darf sich hier vollkommen frei hingeben. Ja, das heißt, ohne hier zu schauen, was hat der eine dem anderen angetan, sondern hier darf etwas gelebt werden, hier dürfen die Gefühle entfachen, hier darf man frei sein, unabhängig sein. Ja, hier seid ihr beide nicht frei. Auch wenn ihr hier nicht in einer Partnerschaft seid, ihr seid hier nicht frei. Aufgrund der Themen im Unterbewusstsein. Ja, hier sind noch Themen, wo man sich befreien darf. Und das ist die vollkommene Hingabe. Bis man sich füreinander vollkommen hingibt, in Leichtigkeit, in Annahme, in Selbstliebe, in bedingungslose Liebe, erst dann kann hier etwas zwischen euch geschehen. Und wir haben die Kommunikation, danach zeigt sich hier die Wollust, dann haben wir hier das Benutzen. Und hier geht es letztendlich darum, all das, was ich schon sagte, man wurde immer und immer wieder benutzt. Ja? Das Thema habt ihr beide im gleichen. Wir haben hier die 77. Hier geht es darum, dass ihr beide dasselbe Thema habt. Und das darf man sich letztendlich anschauen, damit man hier in das Glück geht. Ja? Und hier ist ganz, ganz starkes Verlangen. Auch wenn man nur nach dir schaut. Das Verlangen ist ganz, ganz stark und hier haben wir auch die Kommunikation. Und ihr seid hier beide im Grunde genommen. Keiner greift ans Telefon. Keiner von euch. Ja? Hier ist es vorgesehen. Aber hier hält man ja noch dieses Band und man geht nicht, man ist nicht bereit, in die Kommunikation zu gehen, weil hier zu viel Ego und zu viel Stolz ist. Ja? Was diesbezüglich natürlich auch nachvollziehbar ist, aber nicht in so einer Gegebenheit. Ja? In der wahren Liebe, in einem Seelenprozess geht es darum, sein Ego, wirklich das komplette Ego abzugeben. Das heißt, das Ich, das darf rausgehen. Um zu erkennen, die vollkommene Hingabe, die Leichtigkeit und wir haben hier auch das Entzücken. Ja, man ist ja im Grunde genommen entzückt voneinander, aber irgendwo kommt ihr beide nicht auf einen Nenner. Ja, ihr habt in Gedanken, in die Kommunikation zu gehen, aber es geschieht nichts. Ja, weil du der Annahme bist, er oder sie müsste den Kontakt aufnehmen, sprich die männliche Person und umgekehrt genauso. Ja, man fühlt sich hier, man hat Angst, ein Opfer zu sein, weil man es in der Vergangenheit auch immer war, ja. So, ich schaue jetzt einmal auf die derzeitige Situation. Was zeigt sich hier bei dir als weibliche Person? Wir haben hier die Firma, die Bank. Mit welchen Themen bist du gerade hier beschäftigt? Noch eine. Und wir haben hier auch die örtliche Veränderung. Du möchtest umziehen, du bist hier in Planung, du bereitest dich für etwas vor. Ja, also hier steht in naher Zukunft ein Umzug an, was schon in deinen Gedanken ist, ja, wo du eben rausgehen möchtest, all das, was ich zu Anbeginn schon sagte. Was haben wir hier? Wir hatten hier die Bank, wir haben hier die Finanzen, dann haben wir hier das Planen, die Kommunikation. Dann haben wir hier einmal auch Treffen und Begegnungen. Dann haben wir hier den reifen Herren. Und wir haben die Träume und
das Vermögen. Also du bist hier definitiv ebenfalls in dieser Gegebenheit, wo dein Gegenüber auch drin ist. Ja, das heißt, du schaust hier auf dich, du schaust auf deine Möglichkeiten, du schaust auf deine Unabhängigkeit, du möchtest raus, du möchtest in die Eigenständigkeit. Also hier möchte jemand sich komplett loslösen aus Dingen, wo man sich in der Vergangenheit immer und immer wieder befangen gehalten hat. Ja, also man plant hier schon Gewisses. Was sich dann hier auch zeigt, dass du hier in einer Gegebenheit bist, die dich krank macht, all das, was ich vorhin schon sagte. Du besprichst hier auch mit anderen Personen, das kann hier auch ein Arzt sein, das kann ein Therapeut sein, das kann in Planung sein, wenn du umziehen möchtest, das kann hier in der beruflichen Gegebenheit sein, das kann Chef sein, das kann sein, dass du in der Selbstständigkeit bist, das kann in jeglicher Form etwas sein, wo du erst dich befreien möchtest. Also hier ist der Fokus definitiv auf das Berufliche. Der Fokus ist hier ganz klar. Dass du hier diesbezüglich auch keine Zeit mehr verschwenden möchtest, bekomme ich hier ganz klar so rein. Ja, denn hier haben wir die Unabhängigkeit. Du verschwendest keine Zeit mehr. Du hast hier, bist genauestens vorbereitet und du hast genauestens deinen Plan. Ja? Mit der Karte des Beruflichen hier auch, dass du auch nicht mehr wartest. Es kann auch sein, dass du gerade etwas gründest oder etwas gründen möchtest. Hier zeigen sich Aktivitäten. Also du bist ganz, ganz viel in deinen Gegebenheiten, wo du hier planst, wo du auch ganz, ganz viel hier organisierst du. Also du bist hier im Grunde genommen genauso organisiert wie diese Person und du planst jetzt einfach für dich. Die Planung, was den Umzug anbelangt, die Planung, was das Berufliche anbelangt, was die schulische Situation anbelangt. Ja, also in jeglicher Form planst du hier auch Treffen, Begegnungen. Du befreist dich von diesen Dingen. Ja, ich sehe hier niemanden, der hier in einer Gegebenheit ist, wo man sich zu Hause zurückzieht und wo man einfach gar nichts tut. Denn hier ist ganz, ganz viel Planung. Ja? Und ich schaue jetzt hier mal auf dein Gegenüber, wie er sich hier so zeigen möchte. Dein Gegenüber zeigt sich hier selbst persönlich. Wir haben hier die Sehnsucht. Dann zeigt er sich hier, was ich sagte. Der Geliebte, was haben wir hier? Den Witwer. Dein Gegenüber ist hier Single bereits. Fühlt sich hier einsam. Ja, also ich bekomme nicht, dass diese Person noch in einer Verbindung ist. Noch eine. Und wir haben hier den Feind. Das ist nicht dein Feind, sondern diese Person steht sich selber im Weg. Ja? Man schaut, man beobachtet, man weiß nicht recht. Man schaut, ob das Ganze Beständigkeit hat. Denn hier haben wir das Auge, ja, und eben den Feind in der Hauptenergie. Und danach zeigt sich gleichzeitig die Fröhlichkeit. Dann in umgekehrter Lage, weil wir hatten es eben so gehabt. Ja? Das heißt, man lehnt ab. Man möchte gar nicht fröhlich sein, irgendwo schon, aber man hat sich ja diesbezüglich resistent gemacht. Dein Gegenüber hat hier derzeit auch ganz viel zu tun, denn hier plant man ebenfalls. Also starke Sehnsucht, dann zeigt sich hier die Traurigkeit, hier haben wir den finanziellen Verlust, dann haben wir hier das etwas Geld. Also es kann sein, dass diese Person gerade eine Scheidung hinter sich hat, hier Geld auch verloren hat. Starker Fokus Finanzen, kümmert sich hier, Wohlstand, was wir eben hatten, ja, um alles wieder zu organisieren, um genauestens zu planen. Hat vielleicht auch das Gefühl, dass man hier ganz verloren hat, unabhängig von den Finanzen jetzt auch, ja. Das bekomme ich immer und immer wieder, dass du hier diesbezüglich einfach nicht mehr möchtest, denn hier haben wir die Beständigkeit. Ja, also man plant, man prüft hier ganz genau, hat es überhaupt Beständigkeit mit euch? Ja, oder geht es dir womöglich vielleicht um die Finanzen? Das bekomme ich auch gerade rein. Denn hier, schau dir einmal bitte diese Karte an, haben wir hier den Wohlstand und dass jemand vehement ablehnt, in diese Liebe zwischen euch zu gehen. Fülle, Reichtum. Dann haben wir hier einmal die Traurigkeit. Jemand ist traurig, jemand ist einsam. Ist hier auch mit anderen Personen beschäftigt, im Grunde genommen wie, genau wie du. Es ist genau dasselbe, ihr spiegelt euch ja hier, ja. Und ist derzeit hier sein Geld zu zählen, ja. Ist derzeit in Gegebenheiten, wie man was managt, wie man wieder zu Stabilitäten kommt. Diese Person könnte sehr in Stabilitäten sein, aber hat hier gerade einen Verlust eingesteckt oder wird einen Verlust einstecken. Schau bitte einmal für dich. Dann habe ich hier das etwas Geld. Und wir haben hier das Haus
und den Richter. Und wir haben das Glück. Also es kann sein, dass man hier gerade mit Gegebenheiten zu tun hat, wo es um das Haus geht, um die Immobilie geht, um die Wohnung geht, wer behält was. Das bekomme ich auch gerade, denn hier ist ja jemand gerade aus einer Situation raus. Es kann auch sein, dass jemand auf Wohnungssuche ist. Es kann auch sein, dass hier ein großer Verlust einhergegangen ist. Ja, das heißt, hier ist vielleicht auch jemand gegangen, man ist Witwer geworden und hier muss man umplanen, komme ich hier gerade rein. Hier ist etwas nicht in der Balance, so oder so nicht, denn die Gefühle sind nicht in der Balance. Man ist ja hier nicht in seiner Selbstliebe, man darf das erst erkennen, weil hier sind stark die Stabilitäten im Vordergrund, ja, mit dem Richter und wir haben hier das Glück. Und hier gibt es ein glückliches Ende zwischen euch. Aber hier lehnt ja noch jemand das Glück mehr oder weniger ab, weil er steht sich ja hier selbst im Weg. Ja? Jemand möchte schon, aber ist hier ganz stark verplant, währenddessen du ja auch verplant bist. Also ganz, ganz viel Traurigkeit. Hier haben wir dann auch nochmal die Witwe. Hier ist so dieses, dass man gemeinsam im Grunde genommen hier fröhlich sein kann, in das Glück gehen kann, ja, dass ihr beide im Grunde genommen irgendwo Single seid, auch wenn es hier noch Verbindlichkeiten gibt, ja, aber man lehnt es vehement ab, man steht sich hier selbst im Weg. Welche Themen möchten sich hier zeigen? Ihr kommuniziert nicht. Hier ist keine Kommunikation. Ja? Wir haben hier. Wer nicht redet, teilt sich nicht mit. Und ihr habt hier beide ein ganz klares Kommunikationsproblem. Ja? Das, was ich schon ganz eindeutig, wo haben wir diese Karte, hier gezeigt hat. Man hegt hier die Fantasievorstellungen, möchte gerne, ja, träumt hier voneinander und keiner greift hier ans Telefon. Sprich, es kommt nicht zur Kontaktaufnahme, ja, weil ihr beide irgendwo die Einsicht nicht habt bezüglich dieser Verbindung. Einmal mit dieser Karte. Dann haben wir hier. Eine wahre, tiefe Liebesbeziehung führen zu wollen, ist eine Entscheidung. Und hier geht es darum, dass ihr beide in die Gegebenheit kommt, eine Entscheidung diesbezüglich zu treffen. Ja, das Ego darf hier rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, hier haben wir auch, die meisten Erfahrungen sind älter als deine Beziehung. Das liegt hier tief. Ihr habt hier beide Themen, die stark zurückliegend sind in der Kindheit. Das sind Ahnenthemen. Das sind Dinge. Ja, wo man hier Erfahrungen machen musste, die bei dem einen oder anderen gravierend vonstatten gegangen sind, aber was geheilt werden jetzt darf. Durch diese ganzen Erfahrungen, was ihr beide, jeder für euch erfahren habt, ist man jetzt nicht bereit, in diese wahre Verbindung zu gehen. Ja, und dann habt ihr beide noch diesen Mangel, den Fokus auf den Mangel. Wir haben hier das Festhalten an der Vergangenheit verhindert die Gegenwart. Und das ist das, was ich hier schon sagte. Hier ist man ganz, ganz tief in Dingen drin, wo man mal betrogen wurde, wo man mal verletzt wurde, wo gewisse Dinge widerfahren sind. Das ist aber eure Lernaufgabe. Das ist dafür da, damit ihr hier gemeinsam an diesen Dingen arbeitet. Jeder für sich, ja? Weil ihr habt hier beide, jeder für euch, gewisse Erfahrungen in der Vergangenheit durchlebt, was bei dem einen mehr ist, bei dem anderen vielleicht weniger ist und auf unterschiedliche Art und Weise stattgefunden hat. Trotz alledem hält man hier vehement an diesem Leid fest, was einmal geschehen ist. Und das darf geheilt werden. Den Blick darf man jetzt bekommen. Wir haben ja auch hier die Vergebung. Diesen Menschen darfst du jetzt vergeben, die dir Leid angetan haben, die... Ja, vielleicht, dass dein Vater nicht für dich da war oder deine Mutter nicht für dich da war oder eine Gegebenheit, dass du hier nicht zu Hause groß geworden bist oder dass hier nie jemand für dich da war, zumindest, dass du das Gefühl immer hattest, dass niemand für dich da war.
Ja, aber das Göttliche, das Universum ist bei dir. Erz in Ratsiel für dich hier. Du bekommst immer und immer wieder Botschaften, dass du jetzt erkennst, dass du aus diesem Mangel rausgehst. Ganz, ganz wichtig, ja. Das Festhalten an der Vergangenheit verhindert die Gegenwart. Das verhindert eure Zusammenkunft, ja. Wenn jeder von euch irgendwo auf sein Recht besteht, ja. Das heißt, nein, warum sollte ich mich bei ihm melden? Nein, warum sollte ich mich bei ihr melden? Ja, oder aber auch die Gegebenheit, hier hat jemand komplett zugemacht. Aber dieses Szenario bekomme ich bewusst, dass ihr beide diese Lernaufgabe habt, um letztendlich zu erkennen, dass man hier in die Vergebung gehen darf. Weil hier sind die Unterschiedlichkeiten nicht. Hier habt ihr beide dasselbe Thema. Ja? Vergebung ist der schnellste Weg zur wahren Liebe. Und wir haben, dein Partner ist ein Geschenk. Und das sieht man gerade nicht ein. Ja, da ist so diese, da steht man sich im Weg. Hier ist es wichtig, in dich hineinzuhören. Ich schaue jetzt hier noch weiter auf die Themen. Ein Stopp. Was haben wir hier? Wir haben hier die Erschöpfung. Hier kann man einfach nicht mehr. Also hier ist es wirklich so, dass man am Limit ist. Einfach derzeit total überfordert ist. Man ist total erschöpft. Keine Kondition mehr. Man ist gefangen hier. Und hier fragt man sich auch, schau bitte, ob du das jetzt bist oder dein Gegenüber das jetzt ist. Das ist für euch beide dieses Thema eben auch, dass es hier zur Vollendung kommen kann. Ja, hier hat auch jemand keine Geduld mehr. Und das bist höchstwahrscheinlich du als weibliche Person. Hier möchte man nicht mehr. Man möchte nicht mehr und du wirst diesbezüglich jetzt, du hast dich ja schon befreit. Ja, hier hat sich auch jemand immer und immer wieder um Geduld gebeten, weil wir haben hier ganz, ganz viele Zyklen, ja, von den Mondzyklen her. Und hier ist ganz, ganz viel Zeit vergangen, wo du es einfach nicht mehr möchtest. Du möchtest hier frei sein. Ja, und das darfst du auch. Nur hier geht es darum, dass du dich öffnest, wieder öffnest. Ja, wieder öffnest. Du musst hier nicht mit dieser Person leben. Hier geht es einzig und allein darum, dass du jetzt für dich beginnst, wieder zu leben. Dich zu öffnen für eine neue Person. Weil ich bekomme hier viele, dass man hier ganz, ganz viel erfahren hat, ja, wo man mit seinem Latein absolut am Ende ist. Ja. Einmal mit der Karte die Geduld. Also man hat dich auch immer und immer wieder hingehalten. Das bekomme ich hier ganz, ganz stark. Habe ich hier um Vertrauen gebeten. Aber habe ich hier bitte Vertrauen? Das ist ganz, ganz wichtig. Das bekomme ich als eine wichtige Botschaft hier für dich. Dann haben wir hier den Traum. Du hast das Gefühl, dass du einfach nur träumst. Du hast das Gefühl, du bist gar nicht in der Realität. Aber es ist, was euch verbindet, nicht nur ein Traum. Hier möchte etwas Früchte tragen. Wir haben hier auch eine Person auf der Karte, die in ihrer Fülle ist, die in ihrer Fruchtbarkeit ist, in ihrer Annahme, in ihrer Weiblichkeit, in ihrer Ganzheit. Ja? Dann haben wir die Harmonie, wir haben die Last, die Kreativität, den Intellekt. Also hier hat jemand das Gefühl, dass man einfach der ganzen Situation nicht mehr standhalten kann. Du überforderst jemanden oder er oder sie fühlt sich von dir überfordert, bekomme ich hier gerade rein. Es übersteigt die Grenzen aller, bekomme ich hier auch gerade rein. Ja. Hier kann jemand keine klaren Gedanken mehr fassen gerade. Vielleicht weiß auch jemand nicht, was du hier möchtest, ja, weil man hier sich gestritten hat oder weil man abrupt auseinandergegangen ist oder weil man einfach nicht mehr zulässt. Hier ist diese Kommunikation einfach nicht da. Ja, und hier ist es wichtig, einmal in die Kommunikation zu gehen, um wieder hier Harmonie herzustellen. Ja, es ist hier der Seelenplan. Wir haben hier die Delfine, auch nochmal das Herz darauf, innere Harmonie, in die Erkenntnisse zu gehen. Die Last und die Kreativität. Also hier trägt man schon sehr, sehr lange diese schwere Last mit sich. Und hier ist man müde. Ich sehe, dass du müde bist, dass du einfach nicht mehr möchtest. Ja? Und deswegen entfaltest du dich jetzt hier neu. Du schaust in das Neue. Du lässt hier etwas Neues entstehen mit der Kreativität. Es erblüht hier etwas. Ich werde die Karten jetzt einmal zur Seite nehmen und wir schauen jetzt auf euch beide. Wie geht es hier weiter mit der Situation zwischen euch?
haben wir hier im Mittelpunkt die weibliche Person. Dann haben wir hier einmal die Versöhnung. Und was haben wir hier? Die Traurigkeit. Also hier ist ganz, ganz viel, diese Verbitterung bekomme ich hier ganz, ganz stark. Ja? Hier ist man traurig, hier erhofft man sich mehr. Hier sind große Erwartungen, weil hier in der Vergangenheit ganz, ganz viel zwischen euch geschehen ist. Und wir haben hier die Stabilitäten des Haus. Ja, man fühlt sich hier belogen, man fühlt sich hier betrogen. Eine Situation, die einfach nur krank macht. Man fühlt sich hier verraten. Man hat sich hier aus der Affäre gezogen. Du hast das Gefühl, man hat dich verlassen. Hier war jemand nie für dich da. Aber ich bekomme hier, diese Person ist gerade hier so in ihrer Traurigkeit, mit absoluter Sicherheit, wenn du damit in Resonanz gehst, ja. Hier betrinkt sich jemand, das bekomme ich hier gerade rein. Hier ist jemand am Ende seines Lateins. Hier kann jemand nicht mehr, weil ihm das Ganze hier zu hoch ist, was wir hier mit dem Intellekt hatten. Ja, hier fragt sich jemand immer und immer wieder. Das bekomme ich hier, dass jemand wirklich hier, hier hast du so torkende Menschen darauf, ja, und dass jemand hier feiert, dass jemand sich hier in gewisse Dinge stürzt und sich mehr oder weniger ertränkt in diesen ganzen Dingen, ja. Hier ist man so traurig, hier ist etwas in den Verlust gegangen. Man wurde belogen, man wurde betrogen, man hat sich hier aus der Affäre gezogen. Wir haben hier auch die Dieben und nicht den Dieb. Und das bekomme ich auch, was hier ganz klar gefallen ist, weil man hier immer und immer wieder hintergangen wurde. Ja? Also jemand hat hier noch zu kämpfen mit den Gegebenheiten aus der Vergangenheit. Ja, und das kommt immer und immer wieder hoch. Hier haben wir auch den Arzt, der Doktor. Und diesbezüglich geht es einem gerade schlecht, was das beinhaltet, ja. Aber hier kommt es zu einer Begegnung, hier kommt es zu einer Versöhnung. Denn hier haben wir auch schon die Kommunikation gehabt. Diese Person wird dich kontaktieren, die männliche Person mit absoluter Sicherheit. Schau mal hier, wann das passieren wird. Hier geht es jemand gar nicht gut. Jemand versucht hier das Ganze zu verdrängen, indem man sich mit Freunden trifft, indem man feiert, indem man seine Sinne betäubt. Ja, so bekomme ich das hier. Hier haben wir die Treue und Loyalität. Hier haben wir ganz, ganz viele Karten. Eine Karte ist runtergefallen. Hier haben wir die Zweifel. Dein Gegenüber hat hier ganz klare Zweifel, ihr beide habt hier Zweifel, ihr schaut hier in die Möglichkeiten, soll ich nicht, kann ich. Und dann haben wir hier den Turm, den Sarg, Rückzug, Traurigkeit. Hier kommt eine Kommunikation, die Kommunikation wird stattfinden, Kommunikation wird in den Abendstunden stattfinden. Hier ist jemand im Verdeckten, im Geheimen, im Verborgenen. Jemand hat ganz, ganz starke heimliche Gefühle für dich, ja. Und traut sich hier nichts, ja. Man traut sich nicht, diesbezüglich sich zu öffnen, was dich beinhaltet. Man traut sich nicht nach dem, was man in der Vergangenheit dir angetan hat. Man traut sich nicht, diese Gefühle dir näher zu bringen. Weil hier hast du es definitiv mit jemandem zu tun. Er redet nicht, ja. Genauso wie du nicht über deine Gefühle sprichst. Das bekomme ich hier ganz klar so rein, ja. Wir haben hier die Eulen. Also hier trifft man diese weise Entscheidung. Es kann im Jetzt eben auch soweit sein. Die Kommunikation hat sich stark hier gezeigt. Also hier dauert es definitiv nicht mehr lange. Der Klee innerhalb kürzester Zeit. Wir haben deinen Seelenpartner, der sich hier gezeigt hat. Wir haben den Mond, die ganz, ganz starke Anziehungskraft. Man ist hier erstmal so auf freundschaftlicher Ebene, bekomme ich hier auch, die männliche Person. Mit dem Buch zeigt sich im Verborgenen und wir haben den Kompass, ja. Weil hier darf man erst erkennen, diese neue Richtung, den neuen Richtungswechsel einnehmen, weil man sich hier als Feind selbst im Weg steht, ja. Also hier ist doch derzeit der Stillstand, das heißt, hier gibt es keine Kommunikation, Verlust, Ängste, auch nochmal der Fuchs. Hier hat jemand Angst. Aufgrund der ganzen Themen, die ich vorhin nannte, Sorge, große Verlustsituation. Ja, man jongliert hier mit den Möglichkeiten, man weiß nicht recht, soll man nicht. Weil man auch gerade in dieser Umbruchssituation ist, wo man sich mit ganz, ganz vielen Dingen auch gleichzeitig beschäftigt. Ja, was wir vorhin in den Karten auch hatten. Ich schaue jetzt hier auf die Kommunikation. Noch eine möchte raus.
Was haben wir in der Hauptenergie? Wir haben jetzt geht es gut voran. 2 Tage, 2 Wochen. Ja, was ich schon sagte mit dem Klee, bei dem einen oder anderen dauert es noch etwas. Wir haben hier 5 Wochen, 5 Monate und wir haben hier 3 Tage, 3 Wochen. Schau bitte, wie das für dich stimmig ist. Ich bekomme die 2 als einen großen Indikator. Ja, schau mal bitte, was das für dich beinhaltet. 22 hier, Seelenverbindung. Der 22. Achte mal bitte auf den 22. Ich bekomme, dass ihr beide einen Schlussstrich ziehen werdet. Das heißt, aus der vergangenen Situation, dass man in Frieden hier gemeinsam diesen Weg der Heilung geht oder jeder für euch, dass ihr getrennte Wege geht. Ja, das bekomme ich hier sehr stark. Das ist eine wichtige Information für den einen oder anderen. Und das kommt hier zum 22. bekomme ich hier gerade rein. Es wird bald klappen. 3 Tage, 3 Wochen. Also achte bitte auch auf einen 3. Achte bitte, was jetzt in den kommenden Tagen auf dich zukommt. 2 Tage, 3 Tage. Hier hat man in der Hauptenergie, das war ja die Hauptenergie gewesen. Und wir haben befreie die Herzkraft. Ja, was vorhin hier gefallen ist, befreie dich bitte, öffne dich für das, was kommen möchte. Es möchte hier fließen. Ja, es stoppt das Ganze zwischen euch. 5 Wochen, 5 Monate. Also bei dem einen oder anderen dauert es hier noch ja, bis zu 5 Monaten, weil hier noch gewisse Themen sind, wo man sein Herz öffnen darf. Und hier haben wir auch, du spiegelst die Welt spiegelt dich. Zeiten des Lebens. Das ist hier ganz klar eine Gegebenheit, dass ihr euch spiegelt. Jetzt zum Schluss möchte ich noch für dich eine Seelenpartnerbotschaft erbeten. Und vor allem haben wir ja hier auch die Situation, dass man ein Risiko eingehen darf. Ja, und solange man in diesem Misstrauen ist, ja, dass man dem Ganzen nicht traut, kann es hier nicht vorangehen. Das funktioniert nicht. Ja, weil man hält sich ja hier bedeckt. Das ist ja alles im Verborgenen. Ja, dass man nicht spricht. Und diese Person beobachtet dich. Das haben wir hier ganz klar mit dem Turm. Ja, das hat sich vorhin auch in den anderen Karten gezeigt. Was haben wir hier für euch? Empfange mit Liebe und Wertschätzung. Hier kommt etwas auf dich zu. Ja? Eine kleine Gestik, etwas in Worte kommt hier auf dich zu. Etwas liebevoll von anderen anzunehmen, ist auch eine Art Liebe zu zeigen. Also auch wieder das Gegenseitige. Ja? Wenn du diesbezüglich etwas erwartest im Hinblick deines Gegenübers, darfst du natürlich auch etwas von dir geben im Hinblick dessen, dass dieses Gegenseitige stattfindet mit euch. Ja? Also etwas Liebevolles zu bekommen, darf auch etwas Liebevolles zurückkommen. Und wenn ihr natürlich im Streit auseinandergegangen seid oder wenn hier ein Kontakt kommt und man hier sofort in die Konfrontation geht, dessen, dass man das Ganze wieder blockt, ja, oder ein Verhalten mehr oder weniger hat, dass man nicht zulässt, dann kann es nicht geschehen, ja. Also erkenne ich hier bitte, wir haben auch die Karte zurück zu dem, was du liebst. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Was möchtest du? Ganz, ganz wichtig. Ihr dürft beide hier entscheiden. Ja, noch einmal mit dieser Karte. Befreie dich, es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Und jetzt darf hier nochmal die ganzen Geschehnisse transformiert werden, damit man hier diesen Weg, dass dieser geebnet ist. Ja, du bist hier auf dem richtigen Weg. Und hier bekommst du ja noch einmal die Gelegenheit, dir das Ganze noch einmal anzuschauen. Und mit der Karte empfange mit Liebe und Wertschätzung. So, meine Liebe, mein Lieber. Schau bitte, wie du damit in Resonanz gehst. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft, was eben jetzt auf dich zukommen möchte. Fühl dich umarmt. Bis dahin.